Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu diesem wunderbaren neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute backen wir wieder was. Habt es wahrscheinlich schon im Videotitel gesehen. Heute dachte ich mir, machen wir es ein bisschen frühlingshaft und machen Cupcakes mit verschiedenen Toppings. Also der Muffin bzw. der Cupcake unten an sich bleibt gleich. Dann machen wir so einen schönen Schokomuffin und oben hauen wir verschiedene Toppings drauf. Dazu habe ich mir Folgendes einfallen lassen. Was heißt einfallen lassen? Das Rezept ist unten in der Infobox verlinkt. Gibt Himbeeren vor. Also es waren eigentlich Schoko-Himbeer-Cupcakes. Aber das war mir zu langweilig. Und da dachte ich mir, probieren wir das einfach noch mit zwei anderen Toppings. Nämlich Blaubeere und Banane. Dann würde ich sagen, quatschen wir nicht lange drum rum, sondern fangen an. Wir beginnen damit, dass wir Butter, Margarine und Zucker in eine Schüssel geben und aufschlagen sollen. Wir brauchen jetzt 150 Gramm Zucker und jeweils 60 Gramm Margarine und Butter. Ja, das passt schon. Sind jetzt bei 147, egal. Dazu kommt jetzt, wie gesagt, 60 Gramm Butter. Das hier sind nur noch 50 Gramm, weil, ja, die macht auch wieder einen Abgang. Und nochmal 60 Gramm Margarine. Okay, feel free. Meine Vögel rasten schon wieder komplett aus. Die drei Zutaten sollen wir jetzt erstmal verrühren. Und ich krieg wieder einen Stromschlag. Oh, toll. Okay. Ich will das nicht anfassen. Ich hasse es. Okay, 1, 2, 3. Nein, ich kann das nicht. Feels good to be a gangster. So, wir sollen jetzt die Eier reintun. Die sollen wir dann einzeln bzw. nacheinander unterrühren. Da brauche ich die jetzt gerade mal in so ein Glas rein. Und das andere machen wir währenddessen es rührt rein. Ja, nacheinander einfach einrühren. Okay, das hat jetzt verrührt. Ich frage mich halt, ob das hier leitet oder nicht. Na, nein, ich traue mich nicht. Jetzt haben wir so gesehen fast alle flüssigen Zutaten vermischt. Und jetzt kommen wir zu den trockenen. Da brauchen wir 100 Gramm Mehl. Als nächstes brauchen wir einen Teelöffel Backpulver. Das wollen wir halt alles erstmal in einer extra Schüssel vermischen. Dann ein halber Teelöffel Natron. Wie misst man eigentlich halbe Teelöffel ab? Ich meine, es gibt dafür bestimmt Gadgets, aber so das Abmessen ist ja voll kacke. Und 80 Gramm Kakaopulver. Oh, dann ist hier wieder alles voll Kakao. Och Mann. Deshalb hasse ich Kakaopulver, weil alles danach aussieht wie bei Hempels unterm Sofa. Das fliegt überall hin, aber nicht dahin, wo es soll, Freunde. Ich hab's euch gesagt. Och Mann. So, nachdem wir hoffentlich nicht so eine Schweinerei gemacht haben wie ich, rührte das einfach einmal durch, damit sich das vermischt. Vorsichtig umrühren, damit es sich nicht aus der Schüssel entfernt. Dann brauchen wir noch 150 Milliliter Milch. Und das Ganze schütten wir jetzt abwechselnd in diese Ei-Buttermasse, damit es halt ein ganzer Teig wird. So, nachdem ihr das gemacht habt und eure Küchenmaschine aussieht wie scheiße, ist der Teig eigentlich schon fertig. Ah nein, gar nicht. Wir müssen noch Schokolade hacken. Haha, das Wichtigste hätten wir fast vergessen, Freunde. Da sollen wir nämlich jetzt noch 100 Gramm gehackte Zartbitterschokolade rein. Ich habe jetzt keine Schokolade, ich nehme jetzt einfach Zartbitterkuvertüre, aber ich denke mal, das wird ja auch klappen. Immer mit dem Brotmesser. Weiß gar nicht, macht man das? Ich glaube, man soll das gar nicht mit dem Brotmesser machen, oder? Freunde, ich raste aus. Ah! So, die Schokolade kommt jetzt mit zum Teig. Und dann rühren wir das nochmal unter. So. Und jetzt ist der Teig fertig, Freunde. So, jetzt brauchen wir Muffinförmchen.
Der Teig reicht für 12 Stück, also ein so ein Blech. Da Jackie jetzt keine Förmchen hat, nutzen wir unser tolles Bug-Trend-Spray, das sie sich extra wegen ihrem Geburtstagskuchen gekauft hat und gefühlt nur einmal gesprüht hat. Naja. So. Fertig. Für irgendwas müssen diese 5 Euro ja gut gewesen sein. So, Freunde, und jetzt müssen wir die füllen. Also fast bis zum Rand stand im Rezept-Ding drin. Also machen wir das mal. So, wenn wir das geschafft haben, kommen die jetzt bei 180. Das mache ich. Lass die auskühlen und dann machen wir weiter mit dem Frosting. Okay, Friends, wir sind zurück. Die Muffins sind abgekühlt und ich gebe euch einen Tipp. Wenn ihr Muffinförmchen habt, benutzt diese, weil ansonsten sehen die aus wie hier. Die sind total kaputt teilweise. Aber egal. Wir machen nämlich jetzt weiter mit dem Frosting. Und dazu brauchen wir diesen ganzen Scheiß. Wir brauchen Puderzucker, Sahnesteif, Speisequark und Frischkäse. Und dann halt das Topping, was ihr haben möchtet, also fruchtmäßig. Ich habe jetzt Blaubeere, Himbeere und Banane. Jeweils 50 Gramm. Wenn ihr ein Frosting machen möchtet, dann nehmt ihr halt von einer Sorte 150 Gramm. Ich würde sagen, fangen wir erstmal an, die Base zu machen von unserem Frosting. Und dazu brauchen wir 300 Gramm Frischkäse und 100 Gramm Magerquark. Das teile ich dann nachher unter 3 auf. Aber erstmal können wir es jetzt zusammenmischen. So. So, 100 Gramm Quark. Dazu kommt jetzt noch ein Tütchen Sahne steif. Ich habe sicherheitshalber 2 geholt, damit das nachher auch schön steif ist. Das kommt jetzt da noch drauf. Und dann wird das Ganze vermixt. Das brauchen wir jetzt aber noch nicht, weil jetzt kümmern wir uns nämlich um unsere Früchte. Für diese 3 Frucht-Toppings brauchen wir jetzt jeweils ca. 27 Gramm Puderzucker. Das wiegen wir jetzt ab. Bei der Banane mache ich ein bisschen weniger rein, weil Banane ist allgemein sehr süß. So, und jetzt müssen wir das alles pürieren. Also alle 3 Sachen. Ich hoffe, das passt hier drin. So, ich glaube, das reicht so. Ich arbeite mich jetzt von hell zu dunkel durch. Dann brauche ich das nicht ständig abwaschen. Fertig! Oh, das riecht hier jetzt richtig krass nach Blaubeere. Das war es jetzt eigentlich schon. So, Freunde, jetzt brauchen wir natürlich noch Schüsseln, damit wir unser Zeugs da zusammenrühren können. Jetzt müssen wir das durch 3 teilen. So und so. Wird schon passen. Die Schüssel kommt jetzt auf das Bananenpüree. Und das Ganze mixen wir jetzt jeweils nochmal unter. So, Nummer 1 ist fertig und das hält eigentlich ganz gut. Bei dem Himbeerzeug würde ich jetzt nochmal etwas mehr Sahne steif reinmachen. Weil hier sehe ich, hier ist die Struktur immer noch drin. Aber dadurch, weil die Himbeeren und Blaubeeren mehr Wasseranteil haben als die Banane, würde ich da jetzt einfach wirklich noch ein bisschen mehr reinmachen, damit es nachher auch schön aussieht. Ja, jetzt ist es auf jeden Fall besser. Jetzt hält es die Struktur. Dann haue ich das hier auch gleich direkt mit rein. Brauchen wir weniger rühren. Okay, Friends. Wir haben jetzt unsere 3 Toppings so gesehen fertig. Und müssen jetzt die auf unsere Cupcakes bringen, natürlich. Dazu brauchen wir, fangen wir wieder mit dem hellen an, weil Jackie hat keinen Bock, ständig abzuwaschen. Und löffeln das da rein. Okay, let's do it. Er sieht nicht sonderlich schön aus, weil ich habe die falsche Spritztülle genommen. Die sehen teilweise dezent aus wie Scheißhaufen, Freunde. Just saying. So, das gleiche machen wir jetzt mit den Himbeerdingern auch. Und Freunde, ich habe mir vorhin Himbeeren aufgehoben, damit wir Deko drauf machen können. Damit wir auch wissen, was drin ist. Oh Gott, das sieht so hübsch aus. Und jetzt noch das Blaubeerfrosting. Tada! 3 Sorten Cupcakes, aber da fehlen noch Blaubeeren. Drei Stunden später. So, meine Lieben, das
sind unsere Cupcakes. Sie sehen klasse aus. Und jetzt müssen wir sie natürlich noch probieren. Okay, wir müssen uns jetzt die hässlichen raussuchen. Okay, let's go. Banane. Ich habe ja vorhin gesagt, da kommt die Banane nicht so raus, ne? Die kommt doch raus. Die ist nur nicht so krass präsent. Ich weiß nicht, ob das vielleicht daher kommt, dass es nicht so viel Zucker hat. Aber der ist mega gut. Nach diesem Frischkäse wird es halt ein bisschen lockerer. Leichter irgendwie. Mega, mega lecker. Dann können die anderen ja nur besser werden. Nehmen wir gleich mal den hier für Blaubeer. Vor allem auch der Kuchen. Der ist halt nicht so krass süß. Er ist süß, weil es ist ja Kuchen. Aber irgendwie mit der dunklen Schokolade, dadurch, weil wir noch die Stückchen reingemacht haben, die Kuvertüre, die ich klein gehackt habe, sind da halt auch noch so Schokostückchen drin. Das ist voll geil. Das ist gerade mega der perfekte Anschnitt, keine Ahnung. Und auch mega lecker. Die Blaubeere kommt auch gut raus. Obwohl es für mich noch ein bisschen mehr sein könnte. Bis hierhin ist die Frucht sehr im Hintergrund. Himbeer. Alle guten Dinge sind drei. Vielleicht ist da die Frucht ja jetzt perfekt. Das Rezept sieht ja eigentlich auch Himbeeren vor. Die sind halt wirklich richtig perfekt. Wirklich. Sehr, sehr lecker. Dieser Frischkäse hat ja so einen eigenen Geschmack. Und der in Kombination mit den Himbeeren ist richtig gut, weil das unterstreicht und unterstützt diesen Geschmack von Himbeeren. Die sind ja auch so leicht säuerlich. Ich kann euch dieses Rezept wirklich ans Herz legen. Es ist sehr, sehr lecker. Aber somit sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen, Freunde. Nächste Woche gibt es wieder was zu kochen. Aber wenn euch mein Back-Content heute hier gefallen hat, dann lasst es mich gern wissen mit einem Like oder einem Abo. Ich würde mich drüber freuen. Kommentiert gerne, was ihr am liebsten an Cupcakes mögt. Seid ihr auch eher Team süß oder eher so Team nicht so süß? Ansonsten sehen wir uns, wie gesagt, nächsten Dienstag um 16 Uhr mit einem Kochrezept. Und da würde ich sagen, bis dahin, viel Spaß beim Nachbarn. Backen. Ciao, ciao. Halt, stopp. Wir haben was vergessen. Hier kommt ihr auf meine Back-Playlist. Hier kommt ihr auf ein Video, was euch vorgeschlagen wird. Und hier kommt ihr auf meinen Kanal, wo ihr durchgucken könnt, was ich sonst noch so mache. Aber jetzt. Ciao, ciao.